Ahoi, ihr Lieben, Juni 2021 und in diesem Monat feiern wir ein Jubiläum, das für die deutsche Kreuzfahrtbranche nicht ganz unerheblich ist. Wenn wir mal zurückschauen, was passierte am 7. Juni 1996, vor genau 25 Jahren, da wurde die heutige AIDA Cara getauft. Sie hieß damals nur AIDA, das Clubschiff. Ja, und daraus entwickelte sich definitiv eine regelrechte Erfolgsgeschichte. Wenn wir mal schauen, heute besteht die AIDA-Flotte aus 14 Schiffen und Ende des Jahres kommt dann noch das 15. hinzu. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich habe mir mal überlegt, was mache ich mal? Ich gucke mal zurück auf all meine AIDA-Reisen, jetzt aus Anlass des Jubiläums. Ich habe nicht schon 1996 angefangen, zugegebenermaßen, sondern das Ganze war erst 2003. Also vor ziemlich genau 18 Jahren war das Ganze. Und ich wurde damals so ein bisschen angesteckt durch einen sehr guten Freund, der immer eigentlich den Traum hatte, in dieser Branche zu arbeiten. Und der sagte, Mensch, wäre das nicht ein tolles Urlaubsziel für dich? Und ich dachte so, warum nicht? Weil ich mich halt immer schon so ein bisschen auch so interessiert hatte, so für andere Urlaubsformen, die ja so ein bisschen in sich abgeschlossen sind, also wie Freizeitparks oder Ferienparks und so, dachte ich, warum nicht ein Kreuzfahrtschiff? So, dann gab es irgendwann ein gutes Angebot und dann bin ich mit zwei Freundinnen auf die AIDA Aura gegangen. Ja, und wir wollen uns mal immer die entsprechende Karte dazu angucken. So, das ist hier die entsprechende Bordkarte. Das war damals im September 2003 östliches Mittelmeer. Meine allererste Reise zu dritt in der Innenkabine. Herzlichen Glückwunsch. Aber das war durchaus in Ordnung, das Ganze. Und es war wirklich richtig, richtig, richtig cool. Also ja, das war eine ganz tolle Reise. Also da ist dementsprechend dann schon so, da bin ich infiziert worden. So kann man es wirklich sagen. Denn man muss natürlich schon sagen, wäre ich nicht mit AIDA in irgendeiner Form in Berührung gekommen, wahrscheinlich hätte sich das Ganze bei mir beruflich auch anders entwickelt, weil AIDA natürlich so schon eine relativ große Bedeutung hatte für den Kreuzfahrtmarkt, viel verändert hat und wäre ich da nicht irgendwann auf AIDA gestoßen, ich wäre nie auf Kreuzfahrten gekommen. Ja. Also das war eine richtig tolle Reise, ging damals auf Kreta los, wobei ich noch weiß, nach ein paar Tagen war ich erkältet, aber ja, so war das. Aber gut, das war die Schattenseite des Ganzen. Ansonsten, ich würde mir vorschlagen, wir gucken uns mal so ein paar alte Fotos an. Hier liegt sie, AIDA Aura, im Hafen von Istanbul. Damals noch interessant, London steht da dran. Die hatten noch britische Flagge, weil damals AIDA, ich weiß gar nicht, entweder zu P&O oder P&O Princess gehörte. Ja, also da hatte man die britische Flagge. Hier also nochmal im Hafen von Istanbul. So, ich damals hier schon, da gab es den Begriff Influencer noch gar nicht. Guck mal, da habe ich schon Werbung gemacht für eine Marke, die heute der tot ist, auch wenn es mittlerweile einen Laden hier in Hamburg gibt. Damals war es ja so, das konnte man nur irgendwie aus den USA oder so mitbringen, ne? Aber das nur am Rande. Ah ja, gucke mal hier, der schön beleuchtete Pool. Jetzt komme ich wieder mit meiner Rot-Grün-Schwäche, aber das ist grün, oder? Sagt nicht, das ist gelb, dann wäre ich wahnsinnig. Aber gut, ist halt Rot-Grün-Schwäche. Guck mal, ich auf der Poolparty. Also da gab es natürlich Poolpartys, gab es reichlich. Denn AIDA war natürlich damals noch mehr als heute wirklich ein Clubschiff. Das Konzept war ja ein bisschen anders, weil man immer so Aktivitäten machen konnte, wo dann quasi alle mit dabei waren, weil es ja noch ein relativ kleines Schiff war. Und das hat sich ja dann im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert, aber das war schon damals, war schon richtig nett. Santorini waren wir, glaube ich. Ja, Kreta habe ich schon gesagt. Rhodos? Mykonos? Irgendwie so. Ja, also, wie gesagt, Istanbul mit Overnight, das weiß ich noch. Ja, hier liegt sie, die AIDA Aura. Ah ja, guck mal, und damals, man sieht, die Kameras waren damals noch nicht ganz so gut. Also geschweige denn, ich meine, Handy hatte man natürlich noch nicht oder hatte man schon, aber nicht mit einer Kamera oder nur mit einer schlechten Kamera. Das war dann hier der Hummer, den es damals gab. Mensch, da habe ich auch damals schon Essen fotografiert. Siehst du, so ging es los, das Ganze. Ne? Ja, die Shows, die waren damals, es war damals noch so ein bisschen, ich will gar nicht sagen, ja, unkonventioneller, ein bisschen verrückter alles. So. Also da merkte man halt diesen Einfluss vom Schmidt-Tivoli, ja, hier in Hamburg sind ja das Schmidt-Theater und das Schmidt-Tivoli, die haben ja damals die Shows mitproduziert und das war damals alles so ein bisschen, verrückter, vielleicht nicht ganz so professionell, aber durchaus sehr charmant, muss ich wirklich sagen. Ja, also das waren schon so ein paar Eindrücke von der ersten Reise, da sind wir tatsächlich sogar schon bei der zweiten, das war dann nämlich eine Transatlantikreise mit AIDA Vita und zwar war das dann
im April 2004. Ich erinnere mich noch damals, ein mega Angebot, und ich war mit zwei Freunden unterwegs, und dadurch, dass das so ein gutes Angebot war, hatte dann einer eine Einzelkabine ohne Zuschlag. So, das war ich dann. War ganz, fand ich ganz gut. Transatlantikreise von La Romana nach Mallorca. Es war auch das einzige Mal, dass ich mit AIDA in der Karibik war. Echt der Wahnsinn, das hat sich irgendwie nie wieder ergeben, aber so. Also gucken wir mal die Fotos an. Ja, da liegt sie in La Romana. Das Wetter in dem Moment überschaubar, das Wetter generell auf dieser Reise aber sehr gut. Ja, guck mal, so wie das hier noch aussah, so ein bisschen Beachclub-mäßig so, ne? Durchaus. Ich glaube, heute sieht es nicht mehr ganz so aus, hat man ein bisschen verändert, auch den Bodenbelag und so, also alles. Ich glaube, ein bisschen cleaner das Ganze heute. Aber ich bin auch, bin ich nochmal drauf gewesen auf der AIDA Vita? Ich glaube, es gab mal hier im Hafen eine Pressekonferenz irgendwie vor ein paar Jahren, wo das Selection-Konzept erklärt wurde. Ich glaube, das war auf der Vita. Ansonsten aber so lange nicht drauf gewesen. Ah ja, guck mal hier. Nicht wieder zu erkennen, wollte ich gerade sagen. Na doch, klar, hier. Ich bei der Seenotrettungsübung. Ah ja, und hier. Ich denke mal, also hier steht als Uhrzeit zwar 19.02 Uhr, aber von der Sonne kommt das eigentlich hin. Da sieht es aus, als ob es mittags war. Das war das Schöne immer. Es gab halt früher dann immer so ein Poolbrunch mit Freibier. Ja, zu Zeiten, wo ich noch heute trinke, ich fast gar kein Bier mehr. Aber früher habe ich auch das eine oder andere Bier mal getrunken. Und wie man sieht, und ja, das war mal ganz cool. Man konnte also ausschlafen, dann ging man nochmal zum Poolbrunch, hat ein, zwei Bier getrunken. Ja, also war sehr, sehr nett. Wir haben damals sehr nette Leute kennengelernt auf der Reise. Das war richtig cool. Man sieht auch schon wieder hier diese Marke da aus den USA. Ne? Ja, hier liegt sie. Och, ja, wo ist das? Keine Ahnung. Dominica, Tortola, irgendwie sowas. Das waren so Häfen, die waren so dabei auf der ersten Reise. Ah ja, guck mal, dieses Foto habe ich mit reingenommen, weil man sieht hier der Sonnenschirm, ne? Der sieht aus wie die Handtücher. Ja, also die gibt es, glaube ich, heute nicht mehr hier, die Sonnenschirme. Ah ja, guck mal, und wieder hier das Model hier für die amerikanische Marke beim Essen im Calypso-Restaurant. Diese Außenbereiche, das ist natürlich was AIDA auf allen Schiffen letztlich auszeichnet. Auf den Schiffen der sogenannten Sphinx-Klasse, die war fortfolgende, da auch sehr gut, auf den älteren Schiffen eben auch. Also man hat das wirklich vorgesehen, dass die Menschen draußen essen. Das war dann, als ich später mal mit amerikanischen Reedereien unterwegs war, da habe ich dann so, also man kommt ja da erstmal hin und dann denkt man so, ist wie AIDA. Aber das ist ein großer Irrtum. Ja? Man kommt da hin und das ist völlig anders. Und AIDA ist da schon sehr eigen, ne? Auf so eine gewisse Art und Weise. Und ganz ehrlich, ja, das ist diese Außenbereiche, das ist gerade in so warmen Fahrtgebieten, es gibt definitiv nichts Schöneres. Das ist richtig cool. Also das ist auch so ein bisschen diese sieben Schiffe der Sphinx-Klasse. Also wer das nicht kennt, AIDA Diva, Bella Luna, Mars, Sol, Stella, habe ich einen vergessen? Die sind zum Beispiel auch für warme Fahrtgebiete, wäre das immer meine erste Wahl, ne? Für Karibik oder Asien oder so. Gar keine Frage. Richtig, richtig schöne Schiffe und wie gesagt, die Außenbereiche. Richtig cool. So, ja, genau, bevor ich mich da weiter hier... Ah ja, hier, ich nochmal und da hinten das Schiff im Hintergrund. Ist immer gut, einen guten Fotografen dabei zu haben, ne? Hier auch nochmal mit Blick auf... Ja, ich weiß gar nicht, wo war das schon? Eine weitere Karibikinsel, denke ich, ja. Ah ja, dann meine erste Begegnung mit einem... Nee, nicht mit einem Fahrrad, ich meine, ich bin ja immer schon Fahrrad gefahren, aber mit einem, das wäre mein erster Fahrradausflug gewesen, am 28. April 2004 auf Dominica, hatte ich das gerade schon gesagt, ich glaube, das war Dominica. Jedenfalls war es wahr, wenn wir weiter gucken, es hat geregnet, der Ausflug fiel aus, leider. Ja, also so hat es dann auf der Reise nicht geklappt. Da gab es übrigens dann natürlich nur Fahrräder, mit denen man auch treten musste, ne? Da war noch nichts mit E-Bike, ja. Also von daher, ja, das war dann damals so. Da lag sie dann, die Vita. Wetter, wie gesagt, überschaubar. Ah ja, guck mal hier, er war damals Entertainment Manager an Bord. Und zwar war das Helly Hertel. So wurde er damals noch genannt. Ich glaube, heute nennt man ihn etwas seriöser wieder Helmut. Ich glaube, er ist immer noch bei AIDA. Also zumindest im letzten Jahr war er noch. Also das ist so ein Urgestein, kann man wirklich sagen. Ja, sieht eigentlich noch genauso aus. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, sah er immer noch so aus. Mag an der Frisur liegen, ne? Die hält dann jung auf eine gewisse Art und Weise, weil man immer so aussieht.
Ah ja, hier haben wir Essen. Habe ich offenbar damals schon gerne fotografiert in einem Restaurant. Das war damals ein Restaurant mit Bedienung, was im Reisepreis enthalten war. Man musste nur die Getränke bezahlen. Das wurde später das Rossini und ist dann heute das Selection Restaurant. Ja, das war dann so ganz nett. Aber man sieht, ich habe Essen schon immer gerne fotografiert, offensichtlich. Wobei die Kameras waren noch nicht so gut. Das sieht ja viel zu grell aus. Ah ja, da laufen wir dann, da sind wir dann, oder da sind wir kurz vor Madeira. Das ist natürlich so. Dann, wenn man, wie viele Seetage hat man? 5,5 oder 6,5, weiß ich nicht mehr genau. Eins von beiden ist richtig. Wenn man dann die ganze Zeit an Bord war und man geht dann das erste Mal an Land, dann ist es erstmal so ein bisschen wackelig. War ein bisschen ungewohnt. Ja. Aber da haben wir dann einen kleineren Bus genommen mit einer Gruppe von Leuten, die wir an Bord kennengelernt haben, sind dann da über die Insel gefahren. Das war richtig, richtig nett. Und dann am Ende gab es eine Torte. Guck mal hier, ein richtiges Schiff haben sie da gebaut. Ja, also das war schon sehr aufwendig damals, ja. Weiß gar nicht, ob ich die damals probiert habe, aber ja, richtig gut. Ach so, guck mal hier, ein Blick auf die Kabine. Sehr farbenfroh. Würde mich mal interessieren, ob das heute auch noch so ist oder ob man ein bisschen da von der Farbenfreude sozusagen rausgenommen hat und es nicht mehr ganz so bunt gemacht hat. Ja, also das war sie. Eine wirklich schöne Reise. Ich meine, gut, es ist ja immer so. Bei so einer Reise spielen ja verschiedene Faktoren eine Rolle. Ne? Mit wem bin ich unterwegs und wie ist das so? Und ja, das war einfach richtig gut. Das Wetter war toll und ja, man war jung. Ich war 28 damals. Ja, also. War schön damals. Nächste Begegnung mit AIDA. Kleiner Sprung. Erst wieder 2007. So, und zwar war das mit einem Schiff, was es heute nicht mehr gibt in der Flotte. Das war die sogenannte alte AIDA Blue. Ich denke, das war ein Schiff von, ich meine, von Princess Cruises gewesen, ursprünglich. Und man hatte das dann für den deutschen Markt umgebaut, erst als Arosa Blue. Das sollte so ein Wohlfühlschiff-Konzept sein. Und ja, hat das dann aber relativ schnell wieder eingestellt und hat dann diese Arosa Blue zur alten AIDA Blue umgebaut. Und da war ich nun mit einem Freund, um eine Kanarenkreuzfahrt zu machen. So, wir sehen hier am Flughafen 7. Januar 2007. Man denkt da, ich habe eine Schlaghose an, da, was ist das ja fürchterlich. Aber man sieht hier vorher schon mal was gegessen. Wenn ich das Schuhmodell da sehe, gefühlt trage ich heute immer noch solche. Bin ja immer sehr konservativ. Wenn ich einmal so ein gewisses Modell habe, dann trage ich die immer über viele Jahre. Aber das nur am Rande. Ah ja, gucke mal, die Älteren von uns werden sich noch erinnern hier. Air Berlin gab es ja damals noch. Damit sind wir dann geflogen nach Teneriffa. Und wir hatten dann einen Mietwagen, ja, um den Hafen zu erreichen, weil andere gute Möglichkeiten gab es irgendwie nicht. Haben wir den Mietwagen genommen. Und die Schwierigkeit war dann irgendwann, wir waren dann da im Hafen wie heißt nochmal die Hafenstadt? Santa Cruz, ne? Santa Cruz de Tenerife. Ich weiß nicht, ob so ausgesprochen wird, aber ja. Und dann sahen wir da das Schiff und es war überhaupt nicht klar, wie man da hinkommt. Es war auch nicht klar, wo die Mietwagenabholstation ist. Das sind wir da ewig rumgekurvt und haben das nicht gefunden, obwohl man das Schiff gesehen hatte. Das war so ein bisschen absurd, ja. Relativ hässlich, wie ich übrigens finde. Das Heck, Wahnsinn. Also das war irgendwie nicht so toll. Das spricht dafür, ich war ja nicht ganz sicher, für ein Princess-Schiff. Die haben häufig nicht so die hübschesten Hecks. Ja, und dann die Kabine. Man sieht, das war vom Stil her was ganz anderes. Ne? Also das war irgendwie ein altes Schiff, wo man nicht viel gemacht hatte. Ja, und irgendwie hatte man dann AIDA darauf geschrieben. Also das war jetzt, ja, hielt sich so eher in Grenzen, finde ich, so von dem. Also auch wenn man hier guckt, so dieses richtiges Atrium. Das Witzige war, das war ja nun eine Zeit 2007. Ich glaube, das war so durchaus das Jahr, wo langsam YouTube und so aufkam. Ich glaube, YouTube gibt es seit 2006, bin ich ganz sicher. Aber da gab es halt jetzt keine Inhalte. Da gab es jetzt keinen, der dann da jetzt irgendwie Videos über die AIDA Blue da gepostet hätte oder so. Ne? Also das ist eben was, das war dann total überraschend, das zu sehen, weil auch AIDA letztlich etwas zurückhaltend war mit Bildern da von dieser AIDA Blue, von der alten, weil es halt überhaupt nicht nach AIDA aussah. Und dementsprechend war man dann an Bord und dachte so, was ist das denn? Alles ein bisschen komisch. Das war halt auch so die Zeit 2007, da hatte man auch das Produkt so ein bisschen verändert, ne? Wo man früher noch geduzt wurde bei AIDA, auch als Gast und man, ja, untereinander alle. Plötzlich wurde man gesiezt. Das war alles ein bisschen anders. Ne? Also, kommen wir weiter. Ah ja, hier, das ist das Pooldeck.
recht klassisch, ne? Mit einem klassischen Pool, einer Bühne. Ah ja, und das ist dann, denke ich, das erste Mal, dass ich diese Clubbies da gesehen habe auf der Bühne. Ach was, ach nee, wie heißen die nochmal? Alvine, Itzi, Dodo und ach was, genau. So, das hier ist, ja, was ist es? Ist es La Palma? Ich glaube. So, das ist, kaum sieht man das hier wieder super vorbereitet. Also, ja, dann gab es ja auch Veranstaltungen am Pool hier. Offiziers-Shaken, immer noch eine beliebte Veranstaltung, auch heute noch. Und Herr Mohr ganz vorne dabei, wenn es was zu trinken gibt hier. Ja, seht ihr das? Da steht Mohr auf dem T-Shirt. Wahrscheinlich hatte ich das nur deswegen. Morriston. So. Ah ja, aber, also auch wenn ich ein bisschen gelästert habe vorhin über das Heck, also das hatte durchaus auch seine Vorzüge, ne? Weil durchaus hier. Ja, ein Außenbereich, der eigentlich an dieser Stelle, wo man dann so liegen konnte, schon ganz schön war, ne, im Großen und Ganzen. Da hat es dann geklappt. Ich glaube, das war La Palma und das andere war gar nicht La Palma. Egal. Ich glaube, dieser Fahrradausflug war dann in La Palma. So. Und da hat es dann geklappt mit dem Ausflug und Fahrradausflug. Bis heute beste Form. Ja. Ah ja, guck mal. Und damals hat man ja so mit Fotoapparaten so ein bisschen filmen können. Oder ich weiß nicht, ob das ein altes Handy war. Habe ich hier noch ein paar Aufnahmen hier. Guck mal, also der Qualität war natürlich lausig damals. Also, wer hätte das ahnen können vor 14 Jahren, ja? Aber heute wie damals doch ein großer Moment, immer so das Auslaufen, ne? Mit der Auslaufmelodie, überhaupt gar keine Frage. Ja, was dann plötzlich damals auch neu war, wo ich dachte, so, was soll das denn? Waren Kunstauktionen. Das ist offenbar was, ja, was man dann auch vielleicht so von den Amerikanern gelernt hatte, so die gesagt haben, macht sowas mal, das ist ganz erfolgreich, braucht ja nicht viel Fläche, könnt ihr viel Geld mitverdienen. Und deswegen gab es dann da plötzlich Kunstauktionen. Das war dann so das erste Schiff, wo es das gab. Und ja, das ist ja dann was, was man bis heute hat. Und auf AIDA Nova dann sogar in Perfektion, dann mit der Art Bar und so. Aber es gab auch schon hier solche lustigen Spiele hier, wie Bierkrug stemmen. Ob ich das konnte, weiß ich gar nicht. So, dann irgendwann, also ich weiß nicht, das sieht ja da aus, als ob ich da hingefallen wäre. Also es sieht irgendwie so aus wie ich in den Dünen. Ich denke, das ist so Maspalomas dürfte das sein. Ja. Ich nochmal am Strand hier. Spazieren gehen am Strand finde ich ja immer super. Das war auch damals schon so. Ah ja, guck mal hier. Vor dem Bug des Schiffes. Kontrolliere ich nochmal, ob auch alles stimmt hier mit. Gut, ah ja, und da kurz kleines Bild hier nochmal. Man erkennt die Dr. Hoppert, AIDA Kapitänslegende, längst im Ruhestand. Ja, also das war die Reise mit der alten AIDA Blue. Dann war 2007 insofern ja ein bedeutendes Jahr, als da das erste Schiff der Sphinx-Klasse kam. Also. Wie gesagt, Sphinx-Klasse habe ich ja schon erklärt, wer es nicht kennt, das war dann die AIDA Diva. Und ja, da war natürlich für mich damals klar, so ja, da muss ich auf jeden Fall rauf. Und ja, deswegen habe ich dann die AIDA Diva gebucht und zwar im September 2007, sieht man es hier gleich, 2 Wochen war ich da drauf, eben mit AIDA Diva. Gucken wir uns mal die Kabine an. Ich war mit zwei unterschiedlichen Freunden unterwegs, eine Woche mit dem einen, die andere Woche mit dem anderen und dachte so, ach, na komm, das reicht doch eine Innenkabine. Ich als sparsamer Mensch, so das war dann damals die Innenkabine. Also bis heute finde ich, das kann man mal machen, wenn man ja eigentlich nur zum Schlafen da ist. Ja, warum nicht? Ist natürlich aber schöner mit dem Balkon. Also ist schon besser. Ja, man sieht hier sehr interessante Gestaltung da mit diesen Bildern, die man da an die Wand geklebt hat. Ne? Echt interessant. Ja, das war dann das Pooldeck. Ganz neu, gar kein Vergleich mit vorher. Aber es blieb so ein bisschen bei der Tradition von AIDA, nicht so richtige große Pools zu machen an Bord. Ne? Ja, hier natürlich bis heute sehr, sehr gelungen, finde ich. Also immer noch richtig gut die Außen, der Außenbereich der Anytime Bar oder überhaupt diese Disco eben mit Außenbereich, so wollte ich sagen. Also. Das ist schon richtig gut, ne? Dann noch die Ocean Bar daneben. Also das ist sicherlich so am Abend in einem warmen Fahrtgebiet richtig gut.
Ja, das war dann so eine Reise, da war ich dann zum Beispiel das erste Mal in Rom oder ich bin hier mit der Seilbahn gefahren in Barcelona. Ja, konnte dann die AIDA Diva mal von oben fotografieren. Ach, guck mal, Flottentreffen gab es auch hier mit AIDA Aura. Ja, und hier sieht man das erste Mal im Bild festgehalten, Haselnuss-Krokant. Ich denke mal, wenn ich das Essen da sehe, erstmal total krass. Was ist denn das für eine Menge? Vor allen Dingen ist es nur das Dessert. Das sieht mir aus nach dem Ende der ersten Woche, wo die erste Woche zu Ende war, dann, ne, mit Kaiserschmarrn, ganz klassisch. Weißen Mousse, dunklen Mousse. Das sind ja so die Klassiker, die es heute immer noch gibt. Aber diese Menge. Diese Menge ist der Hammer, also an Dessert. Also heute. Das würde ich heute nicht mehr machen. Das würde ich, also heute bin ich da auch als Vielreisender so ein bisschen, bin ich echt ein bisschen bewusster. Also da wäre es noch ein Drittel oder die Hälfte von dieser Riesenportion. Ist ja der Wahnsinn. Ah ja, guck mal. Der Hauswein damals wie heute, ja, muss man immer gucken, ob das jetzt ein wahrer Genuss ist. Aber irgendwie habe ich damals auch schon gerne sowas fotografiert. Theatrium war natürlich neu. Coole Sache. Irgendwie so. Abgesehen davon, dass natürlich nicht jeder sitzen kann und so, das ist nicht für jeden so bequem und so, aber die Atmosphäre ist schon zugegebenermaßen da richtig, richtig gut. Auch wenn ich mal so Phasen hatte, wo ich dann so auch gesagt habe, so, ach, ich finde eigentlich ein Theater besser. Ich würde das heute gar nicht mehr so eindeutig sagen. Ja, da hatte man dann diese Shows, ich weiß gar nicht, was war das dann? Divaria oder so, ne? Gut. Ja, da dann am nächsten Tag entsprechend müde offensichtlich. Im Ausflug, als man noch, ja, als man, genau, im Bus, als ich im Bus geschlafen habe. Ja, wobei da sage ich, sehe ich gar nicht mehr so müde aus, aber gut. Ach ja, guck mal, Essen, das müsste hier gewesen sein im Rossini. Auch damals wieder, die Fotoapparate waren noch nicht ganz so toll. Sieht alles recht grell aus, aber das gehört seitdem eigentlich für mich immer dazu, ne? Essen im Rossini, yam yam, das war schon richtig, richtig gut, ja. Also bekomme ich jetzt Hunger, wenn ich das sehe. Ja, also das war damals die Reise ganz klassisch, 2 Wochen westliches Mittelmeer. Die nächste Reise folgte dann im September 2008 und zwar mit der neuen AIDA Bella. So, da bin ich dann das erste Mal mit AIDA aus dem Hamburger Hafen ausgelaufen. Das war ja nun im September und es ging von Hamburg nach Gran Canaria. Ja, auch insgesamt eine schöne Reise mit diversen Seetagen, insgesamt 10 Tage. Guck mal, hier bin ich dann das erste Mal irgendwo Segway gefahren. Ich weiß gar nicht, ob es die Dinger heute noch gibt. Aber hat ganz gut geklappt tatsächlich. Es gibt nicht so richtig viele Fotos von dieser Reise, weil ich da mit einem Freund unterwegs war, der selber überhaupt gar keine Fotos gemacht hat. Also von dem existieren jetzt Fotos, aber von mir nur ganz wenige. Aber so, ah ja, guck mal hier, Lissabon, die Brücke, natürlich auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Und er war mit an Bord hier, wer ihn nicht kennt, damals gespottet von mir, wobei der hat auch so Workshops oder was gegeben. Dieser Mann ist Felix Büttner, das ist der Erfinder des AIDA Kussmunds und der Maler, ja, der war damals mit dabei. Also, das war die Reise. So, dann kam ein bisschen mehr. Dann ging es ein bisschen schneller, wenn man so will. Und zwar haben wir dann den April 2009. Nächste Karte hier. Und zwar war das, was war das jetzt? AIDA Luna, genau, steht drauf. Das war eine Reise von Hamburg nach Kiel über Oslo. 4 Nächte, ja. Und dann sieht man hier die Hamburger Hafen City. Hatte sich schon ein bisschen mehr getan im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man sieht, wie das heute alles aussieht, das ist echt Wahnsinn, was sich da alles so getan hat. Und da sind wir dann unter anderem in Oslo gewesen. Und das hier ist dann irgendwie, wo ist das? In Oslo, ja, genau. So sah ich dann damals aus, 2009. Ja, und das war es auch schon, weil es da nicht so schrecklich viele Fotos gab von der Reise. Ich war immer derjenige, der viel fotografiert hat, aber andere irgendwie nicht. Selfies hat man noch nicht gemacht, weil 2009. Ich glaube, hatte ich da schon ein iPhone? Hatte ich schon, glaube ich. Genau. Aber es war halt so, hatte die auch schon eine Selfie-Kamera? Man hat es irgendwie nicht so gemacht oder war es nicht so geübt oder wie auch immer. Von 2009 springen wir ins Jahr 2010. Da bin ich dann gefahren mit der AIDA Blue.
die ja dann neu war. Das war insofern auch eine besondere Reise, weil ich da das erste Mal angefangen habe, eine Kamera mitzunehmen und dann da so ein bisschen zu drehen. Also das war das erste Mal auf einer Reise. Ich hatte vorher schon mal, weil ich da noch beim NDR gearbeitet habe, Radio gemacht habe, hatte ich schon mal so die Möglichkeit zu Tagesbesuchen, aber auf der Reise war ich dann und da hatte ich noch so eine relativ große Kamera dabei. Aus heutiger Sicht total absurd, weil man alles viel mit dem Smartphone halt machen kann, ne? Aber das war damals auf der Reise. Ja, gucken wir uns mal die beiden Fotos an. Das ist doch irgendwo hier Atlantikküste. Ach, guck mal, da haben wir noch so weiße Unterzieht-T-Shirts getragen. Das mache ich heute auch nicht mehr. Wo war das? Dover. Ach so, hatte ich überhaupt gesagt, welche Route das war? Metropolenroute, genau. Also von Hamburg aus. Und das war dann damals mit, das ist doch Dover da, ne? Oder? Ja, und da habe ich dann Fahrradausflug gemacht, weil wie gesagt, Fahrradausflug, bester Ausflug. Ja, also das ist schon alles, was dann an denen, was dann da an Fotos entstanden ist. So, hier ist dann die nächste Reise. Ich halte mal meine Kundennummer zu, deswegen ja, das war dann 2012 mit Aida Ma. Aber was für eine Reise war das? Ach so, ah ja, das war dann so eine Reise, wo ich dann schon die Möglichkeit hatte, so als Medienvertreter auch an Bord zu gehen, bei so einer Einführungsfahrt. 2 Nächte für Journalisten, für Reisebüroleute. Also das war dann insofern, ja, für mich, glaube ich, die Premiere dann damals, 2012, genau. Und ja, konnte dann da schon mal so ein bisschen drehen. Aus heutiger Sicht alles furchtbare Videos, aber ja, so. Hier sieht man das Foto. Aida küsst Hamburg. Die Taufe von Aida Ma war ja damals ein großes Ereignis und dementsprechend war da auch groß plakatiert. Ja, hier sieht man Poolparty, gab es natürlich auch. Das ist ehrlich gesagt schon alles wieder gewesen, ne, was ich hier an Fotos habe. Also schrecklich viel war es nicht. Aber das Gleiche wiederholte sich dann nochmal mit der Einführungsfahrt ein Jahr später, weil es gab ja jedes Jahr ein Schiff neu von dieser sogenannten Sphinx-Klasse. Und das war dann Aida Stella. Das war vom 14. bis 16. März. Und das war erstmal so, wenn man mal guckt hier, das Wetter war erstmal noch durchaus etwas winterlich, also nicht so sehr einladend. Aber auf dem Foto geht es schon, oder? Da sieht es, wenn dann erstmal die Sonne scheint, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, Seenotrettungsübung gab es natürlich auch. Ich habe offenbar auf Deck 6 gewohnt, wobei das hätte ich auch hier auf der Karte sehen können. Ne? 6270, jawohl. Wobei, ach so, guck mal, ich habe die Reise, das ist ein bisschen verwirrend, da habe ich 2 Karten von, denke ich, was macht die denn da? Sieht ein bisschen anders aus. Also, ach ja, genau, dann Show im Theatrium, wie man das Ganze so kennt. Ja, also das ist es dann auch schon gewesen. So, dann war ein bisschen Pause, interessanterweise, 2014, 2015. Das war aber auch so die Zeit, wo ich so diese Sache, die ich so heute mache, auch noch nicht so in der Intensität gemacht habe, wie ich es heute mache. Man muss auch ehrlicherweise sagen, das ist auch Teil der Geschichte, dass es anfangs eher schwer war, Aida davon zu überzeugen, ja, dass es doch ganz gut wäre, mich auch mal abseits von so einem neuen Schiff vielleicht mal mitzunehmen und dass man mal was gemeinsam machen könnte. Das war ehrlich gesagt in den Jahren alles etwas mühsam. Das war so ein bisschen, der Durchbruch kam da erst vor einigen Jahren, als ich da plötzlich in so Sendungen wie Hart aber fair auftauchte und so, wo sie dann plötzlich dachten, so, huch, was macht der denn da? Das ist doch der, der wollte da immer was machen und wir haben gesagt, so nix mit Internet. Ja, also das gehört ehrlicherweise auch zur Geschichte. Das hat sich heute gewandelt. Heute ist man da sehr viel bewusster und weiß, was soziale Medien für AIDA auch bedeuten und so. Und dass das möglicherweise bedeutender ist, als wenn irgendwie jetzt jemand vom kleinen Tutzinger Tageblatt irgendwie einen Artikel schreibt. So gibt es auch noch. Aber das Digitale ist halt heute deutlich bedeutender geworden, wovon ich natürlich ja im Laufe der Jahre profitiert habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich war 2014, 2015 war ich nicht an Bord. Dann 2016 kam dann neue Schiffsklasse. Aida Prima, die Hyperion-Klasse. Ja, das war ein bisschen blöd. Und zwar, weiß ich noch, da hatte ich damals Einladung zur Einführungsfahrt. Die war dann sogar 3 Nächte. Ich war an dem Tag, wo es losgehen sollte, war ich krank. Ich hatte Fieber. Und dann dachte ich so, ja, geht wohl nicht. Shit. Das war aber auch so, da war damals auch noch nicht, da gab es jetzt aber auch nicht andere Leute, die da jetzt groß was gemacht hätten auf YouTube. Ne? Das war jetzt nicht so, dass es jetzt ärgerlich gewesen wäre, so nach dem Motto, 10 andere Leute sind da, das Internet ist hinterher voll. Das war halt 2016 noch nicht so. Ne?
Heute wäre es natürlich anders, wären diverse Leute da, hätten schon was gemacht und so. Aber ja, insofern heute sind zwar da diverse Leute, die was machen, aber freundlicherweise habt ihr ja doch eine gewisse Präferenz, wen ihr dann auch guckt. Und insofern mache ich mir da immer gar nicht so Sorgen. Also ich hatte aber, weil das ja nicht geklappt hat mit dieser Pressereise oder so, ich hatte sowieso dann kurz danach eine Reise gebucht. 3 Tage später oder als die Pressereise zu Ende war, hatte ich dann eine Reise, kurze Reise gebucht. So, 4 Nächte mit eben Aida Prima. Und ja, die ging dann auch in Hamburg los. Ich glaube, war auch Hamburg-Kiel oder was war das? Oder Hamburg-Hamburg? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja, und hier sieht man erstmal das Schild. Ne? Sie wurde gebaut. Ach so, guck mal, das war dann auch neu. Kann ich vielleicht auch nochmal zeigen. Man hatte sich schon bei Aida Stella von den Magnetkarten verabschiedet, die man vorher noch hatte. Früher war es immer Magnetkarten, ist aber natürlich immer ein bisschen anfällig. Also hatte ich die Karte jetzt gezeigt. Also das war jetzt Aida Prima. So, genau. Und das war natürlich neue Schiffsklasse. Ach so, ja, große Aufregung dann hier wegen dieses Schildes. Also, denn Aida hatte ja angekündigt, es sollte Currywurst an Bord geben in der scharfen Ecke. So. Und irgendwie hatte dann da jemand, ich weiß nicht, ob das ein Scherz war, hatte dann da jemand dran geschrieben, Currywurst 1,50 €. So, das hatte ich dann damals bei Facebook, das gab es ja immerhin schon, hatte ich das dann gepostet. Es gab dann eine Riesendiskussion, weil vorher war ja angekündigt, das ist frei und plötzlich heißt es da, was ist da los? 1,50 €. Keine Ahnung, ob das da ernst gemeint war. Jedenfalls war dann plötzlich die Currywurst wieder kostenlos. Ja, der Beach Club. Mega Location, damals richtig gut was los gewesen auf dieser Reise. Ach ja, hier ist die besagte Currywurst. Ich glaube, man hatte anfangs auch noch Pommes, die gibt es, denke ich, nicht mehr. Ne? Ja, da bin ich denn. Ah ja, guck mal hier, da hatte ich noch so hier diese Polohemden. Wobei mittlerweile, ich hatte sie eine Zeit lang, hatte ich das Ding mal nicht an. Ich habe die natürlich noch im Schrank irgendwo, aber eine Zeit lang haben sie nicht gepasst. Ich glaube, jetzt passen sie wieder. Also Beach Club, richtig cool. Wobei Wetter, man sieht, es war stürmisch auf dieser Reise teilweise. Ah ja, guck mal, so, dann hatte ja Aida mit Aida Prima französisches und italienisches Restaurant eingeführt, wo man essen kann mit Bedienung ohne Aufpreis, nur die Getränke bezahlen. Das muss ich natürlich auch mal ausprobieren, muss man sagen. Ganz ehrlich, das ist schon richtig gut, was sie da gemacht haben. Richtig, richtig gut. Ja, ich bin mir auch sicher, oder ich würde mal so sagen, das ist vielleicht nicht so richtig gewürdigt worden, auch nicht von mir, so in der Vergangenheit damals, diese Bemühungen von AIDA eben auch Bedienungen anzubieten, weil ich so denke, so, es ist ja nicht so, dass das nun für jeden das Beste ist mit Bedienung, nur weil der Mitbewerber aus Hamburg, TUI Cruises, weil die nun mit der Mein Schiff Flotte Essen mit Bedienung da machen, standardmäßig heißt das ja nicht, dass das das Bessere ist. Also ich habe heute beides gerne, muss ich einfach so sagen. Und es ist einfach so, in der Vergangenheit, AIDA, das sind einfach auch die Buffet-Profis, die wissen, was sie da anbieten. Das ist schon vielfach richtig gut. Vielfach. Manchmal auch nicht. Manchmal hast du da totgebratenes Fleisch oder was oder Fisch und denkst so, na, das Tier hätte man jetzt dafür nicht töten müssen. Aber im Großen und Ganzen schon gut. So, also das waren damals die Restaurants. Ja, das bin ich dann. Wie unschwer zu erkennen ist, in Southampton, wo wir dann hinfuhren, unter anderem. So, das war dann hier, da war schon richtig was los hier. Schiffstester-Treffen hatte ich dann mal so spontan da im Beachclub veranstaltet. Ja, hatte ich vorher angekündigt, keine Ahnung. Also, ja, war schon ganz cool, dass das geklappt hat. Ja, das war also 2016. Es folgte eine private Reise mit Aida Sol, wieder Kanaren. Kanaren geht immer, wie gesagt. Ja, also das war die Reise. Es ging los, dieses Mal auf Gran Canaria, denke ich. Ja, da war ich mit 2 Freunden. Wir hatten dann zu dritt eine Innenkabine. Das geht auch im Jahr 2017, als ich dann mittlerweile, wie alt war, 41, 40. Das hat auch geklappt, war kein Problem mehr. Ah ja, guck mal hier, alle essen. Also ich kriege jetzt wirklich Hunger, wenn ich das sehe hier im Steakhouse. Schön mit Süßkartoffelpommes und Salat. Wobei, wir waren dann auch, deswegen habe ich das nochmal mit reingenommen. Wir saßen dann da auf Lanzarote in so einem Restaurant direkt am Meer. Das war auch toll. Sieht mega aus, oder? Aber das nur am Rande. Es soll ja eigentlich um die Schiffe hier gehen.
Nächstes Schiff. So, jetzt komme ich mit den Karten durcheinander. Ach so, ja, das war die Sol, das war 2017. Genau, jetzt sind wir. Einführungsfahrt der AIDA Perla 2017. Die war dann Limassol auf Zypern. So, da bin ich hingeflogen. Das erste und einzige Mal war ich auf Zypern. So, das war dann die erste Begegnung hier mit der Perla. Dieses Lanaidek, muss ich sagen, da sitzt man schon draußen sehr, sehr schön. Ne? Wenn dann die Sonne scheint, wie in dem Fall, richtig gut. Sushi gab es zu essen. Mit schon wieder ein Essensfoto hier, langsam. Ah ja, guck mal. Und das hier ist das, wo ich mal sage, da heute erst jemand bei Facebook mir geschrieben, er hätte das gebucht hier auf der Prima oder Perla. Meine Lieblingskabine, wobei ich nie drin gewohnt habe, hier die Junior Suite auf der Ida Perla. Aber die ist richtig gut, finde ich. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, dann, ach ja, guck mal, hier im Brauhaus war ordentlich was los. Hoffentlich ist sowas auch bald wieder so möglich, wie es früher mal möglich war. Weil es ja doch mal ganz lustig sein kann, ne? Ja, dann, oh ja, guck mal, war ich Probekandidat beim Glücksrad. Und Maren Gilzer war sogar da auf dieser Reise. Stefan Hartmann, legendärer Ex-Entertainment Manager, damals hat es moderiert. Party im Beach Club, waren halt überwiegend Medienleute, Reisebüroleute. Da war dann natürlich Stimmung. Ja, gab schon wieder eine Currywurst hier. Also es mehrt sich langsam das Essen. Also, das war dann 2017, ja, im Mai. Die nächste Reise, die war eine ungewöhnliche. Und zwar stand dann ja 2018 die Ankunft von AIDA Nova an. Das Schiff einer neuen Klasse war dann mal verschoben worden und so. Und dann war irgendwie völlig unklar, wann wird die Einführungsfahrt sein. Und ja, dementsprechend spontan kam dann die Einladung wenige Tage vorher. Es war auch nicht wirklich eine Einführungsfahrt, deswegen steht hier auch Staff, steht hier auch drauf, also Mitarbeiter. Ich halte mal meine Passdaten zu, die stehen da nämlich drauf. Man hat da wirklich nur, ja, so einen ganz, ganz, ganz kleinen Kreis eingeladen an Medienleuten. Ich weiß nicht, ob wir 10 Leute waren oder was, das war sehr überschaubar. Und wir waren dann auf dem leeren Schiff unterwegs. Ich war irgendwie einen Tag vorher erkältet wiedergekommen aus Asien von der Kreuzfahrt und dann ging es da gleich schon wieder nach Lissabon. Das war echt hart, weil meine Stimme irgendwie angeschlagen war und so, aber das war natürlich, hallo, das wichtigste Schiff, ja, seit langem und für mehrere Jahre. Also jetzt kommt die Cosma nun, wie viele Jahre später, 3 Jahre später. Das war natürlich, ja, das war dann nicht so ganz ohne da, in dem Zustand, dem ich dann war, dann da zu arbeiten und dann war natürlich vieles irgendwie auch an Videos geplant und so. Ja, ah ja, guck mal hier damals Felix Eichhorn, der AIDA-Präsident und der Kapitän Boris Becker. Ja, so. Ah ja, guck mal hier. Ich habe ja viele Essensfotos ausgesucht hier, ne? Die Streetfood-Meile mit belegten Broten. Dann gab es Döner. Also, das muss ich schon sagen. Man hat dieses Konzept mit AIDA Nova da irgendwie nochmal richtig gut weiterentwickelt. Muss ich echt sagen. Also, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ah ja, guck mal, Best Burger at Sea. Das erste Mal damals dann auf dem Schiff, in der Flotte und heute ja auf mehreren Schiffen. Ne? Also, ja. Deswegen, weil es natürlich so ein wichtiges Schiff ist, war ich dann noch ein weiteres Mal, das war dann schon die nächste AIDA-Reise auf AIDA Nova, weil ich dachte so, naja, erkältet, da mal 4 Nächte, dann lieber nochmal im Normalbetrieb. Mai 2019 war, glaube ich, nicht so ganz voll da die Reise. Deswegen war es. Hatte ich auch noch nicht so den Eindruck, wie es ist, wenn es so richtig voll ist. Da liegt sie hier. Das ist immer schön zu fotografieren in Palma de Mallorca, wenn das Schiff auf diesem Liegeplatz liegt. Richtig, richtig gut. Ja, und dann ging es los. Klassische Mittelmeerkreuzfahrt. Ich hier im Beachclub, genau. Ja, dann mal wieder in Rom. Und dann, ach ja, guck mal, die erste Bubble-Waffel in meinem Leben, die ich gegessen habe. Meine Güte, das war auch lecker. Und dann auch ein Schiffstester-Treffen. Ist ja fast kleiner da gewesen als auf AIDA. Prima. Könnte daran aber auch gelegen haben. Wahrscheinlich sind da sehr viele Erstkreuzfahrer gewesen auf der Reise. Und ja, da ist es dann so, gerade bei den Erstkreuzfahrern, die kommen jetzt nicht unbedingt irgendwie über YouTube oder so da dann. Und ja, das war wahrscheinlich die Erklärung auf dem riesigen Schiff. So, das war auch schon alles hier an den Fotos. Mensch, wie lange sind wir schon? Ja, 40 Minuten fast, ist ja der Wahnsinn. Nächste Reise war dann. Wo ist das Datum? Doch hier, September 2019, Kurzreise, weil ich dachte, ich muss doch endlich mal einen langen Rundgang auch von der Sphinx-Klasse machen. Dann war ich auf der AIDA Bella von Kiel nach Oslo und wieder zurück.
Ja, hier einmal zu sehen. Ich glaube, das ist in Oslo, müsste das, genau. Hier kann ich sehen. Oslo. Ah ja, guck mal, schon wieder Essen hier. Im Rossini. Richtig gut. Ah ja, guck mal, und hier auch mal die Abschiedstorte. Die gab es so, glaube ich, in der Form nicht unbedingt vorher immer. Ja, deswegen, oder ich hatte sie nie fotografiert. Gibt es offenbar erst seit einigen Jahren. Ja, also das war dann die Reise. Und ja, das nächste Mal AIDA war dann 2 Monate. Nur 2,5 Monate später. Das war dann eine unvergessliche Reise. Und zwar war das die Reise, die eigentlich nie stattfand. Das waren 4 Nächte auf der Ida Mira. Sie sollte eigentlich von Palma de Mallorca fahren, unter anderem Richtung Barcelona und wieder zurück. Das Schiff stellte sich aber, als wir dann darauf waren, als es getauft war, als unfertig heraus. Und das Schiff fuhr dann nie. Das war sehr speziell. Es war im Großen und Ganzen aber sehr lustig, weil sehr viele Vielfahrer an Bord waren, mit denen ich ja, viel gequatscht habe, viel Spaß hatte. Das war also aus der heutigen Sicht eine ganz, ganz lustige Reise. Warum ist eigentlich die Karte? Warum ist die denn eigentlich Gold? Wahrscheinlich, weil es die Taufreise war, oder? Also, ja, seltsam, seltsam. Ja, haben wir hier noch Fotos? Ach ja, genau, guck mal. AIDA, Mira trifft mein Schiff. Was ist es denn? Vier oder was? Ja. Ja, das war also dann im Hafen von Palma de Mallorca. Wir haben einmal den Liegeplatz gewechselt innerhalb von Palma. Das war aber tatsächlich alles. Ansonsten sind wir nicht ausgelaufen. Ja. Ja, das war eine sehr, sehr, sehr spezielle Reise. Und die nächste Reise, die war natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch speziell, denn es war die sogenannte Neustartreise von AIDA nach Beginn der Pandemie. Und zwar war das am 17. Oktober 2020, und zwar war das in Civita Vecchia mit AIDA Blue. Und da sieht man schon, ja, das erste Foto aus den letzten Jahren von mir auf Schiffen, wo ich dann mal eine Maske natürlich auch trage. Ja. Und ja, an Bord natürlich vieles anders. Essen mit Bedienung, ganz was Neues. Aber ansonsten so Dinge wie die Fahrradausflüge, das geht halt weiterhin, zumindest wenn es denn im Moment Reisen sind. Wo man Häfen anläuft, ne? Das ist ja im Moment, jetzt im Jahr 2021, leider nicht so ganz selbstverständlich. Also ja, wie gesagt, das mache ich bis heute ja gerne. Ah ja, guck mal, hier nochmal Frühstück mit Bedienung. Da könnte ich mich ja dran gewöhnen, ehrlich gesagt. Das ist natürlich wesentlich bequemer als irgendwie, ja, immer ins Buffet zu rennen, ne? Auf der anderen Seite bleibt natürlich auch ein bisschen was übrig. Das ist natürlich nur so ein Mittelgut dann, ja. Aber gut, ach so, ja, das hier nochmal, der Blick hier von meiner Heckkabine. Also war schon schön da bei der Sonne. Ne? Naja, und hier nochmal dann Rückkehr in Civita Vecchia, der Blick auf diverse andere Kreuzfahrtschiffe, die eben noch nicht wieder im Einsatz sind. Ja, das ist sicherlich auch charakteristisch für das Jahr 2020, für das Jahr 2021. Das muss man sicherlich sagen, AIDA feiert natürlich das Jubiläum. In einer besonderen Zeit, in einer Zeit, wo vieles anders ist, als wir es gewohnt sind. Also hoffen wir mal, ja, dass möglichst viel wieder so sein wird bald, wie wir es gesehen haben jetzt in diesem Video, ne, an Bildern. Also ja, das waren ja doch schöne Erinnerungen auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, vielleicht wart ihr ja auf einer der Reisen mal dabei. Ihr habt es ja immer gesehen, welche Reisen das waren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und ja, lasst mich gerne mal wissen, ne, ansonsten auch, wie ihr das Ganze fandet. Ist ja doch ein bisschen länger geworden. Ja, tut mir leid. Nächstes Mal fasse ich mich ein bisschen kürzer wieder. Also, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.